Hallo und herzlich willkommen zum Lesetipp in der Brigitte Reimann Stadtbibliothek. Heute möchten wir wieder mal ein kleines Thema anfechten, was vielleicht seltener vorkommt, die Fantasy. Hierzu dachte ich mir auch, dass ich mal einen Newcomer in dieser Richtung angehe, vielleicht in anderen Bereichen schon bekannt dennoch. Cat Howard ist auch in der Lage, einen klassischen Fantasy Epos angehend in ein Buch zu pressen. Das hat mich anfangs sehr bewundert und im Gesamten auch muss ich sagen, dass hierbei eine Sparte angegriffen wird, die in den meisten Fällen vielleicht doch etwas aus der Fantasy-Reihe herausgeht. Wir erfahren, dass Magie nicht immer die leichte Handbewegung in eine Richtung ist oder einfach von nichts kommen kann, sondern dass Magie auch Schmerz und auch viel Kraft beinhalten muss. Daher Schatten der Magie. Ein Buch, in dem hierbei Magie nicht rein aus einer Handbewegung oder eben aus dem leichten Willen hervorgerufen wird, sondern aus viel Schmerz und viel Kraft. Hierbei werden Schatten meist von den Menschen genommen, um diese Kraft leichter zu machen. Um die Protagonistin wird hierbei stets eingegriffen, welchen Schmerz und welchen Leid sie erfahren musste, um anderen die Magie zu erleichtern. Das Haus der Schatten, dem sie aufbegehren möchte, ist eine Intuition, die einzig und allein darauf gerichtet ist, Magie zu erleichtern, die Magie von kleinen Kindern auf sich zu nehmen und diese den Erwachsenen zu übertragen, damit sie vielleicht Kopfschmerzen nicht ertragen müssen oder auch andere ebenso ähnliche Leiden, die sonst auftreten würden. Ein Buch, was deutlich zeigt, was Magie einen kosten kann, nicht nur im Erwachsenenalter, sondern auch im Kindesalter. Ich habe eine schöne Stelle gefunden und denke mal, diese demonstriert, was Magie mit Schmerz und Kraft alles bewirken kann. Es war eine Vierjahreszeitenillusion. Keine Punkte für Originalität, doch die war auch nicht nötig. Wenn die Magie kompetent ausgeführt wurde, dann würde es ein komplizierter Zauber, der ein hohes Maß an Kontrolle erforderte, um die Illusion vollständig zum Leben zu erwecken und zugleich die subtilen Übergänge von einer Jahreszeit in die nächste zur Geltung zu bringen. Eine gute Wahl. Sydney beobachtete die Hände der Frau, die sich zu den in erforderlichen Formen dehnten und beugten. Sie war gut. Ihre Finger waren selbst in Extremhaltung anmutig. Alles wirkte mühelos. Traditionsgemäß begann die Illusion mit dem Frühling. Gras, Bäume und Blumen wuchsen langsam aus den glänzenden Holz des Bodens. Blüten öffneten sich, Blätter entrollten sich, die Luft war voll vom Duft des Wachstums. Die Ausführung war wunderschön und verriet gewaltige Macht. Die Illusion bezog weite Teile des Saals mit ein und war mit anderen Ende ebenso üppig und detailliert wie direkt neben der Frau, die den Zauber wirkte. Ein zweiter Satz Bäume wuchs aus Wänden und Tischen. Die Luft wurde wärmer, aromatischer und grüner. Sie fühlte sich beinahe elektrisch an, die ersten Anzeichen eines nahen Unwetters. Mit einmal versteifte Sydney sich. Hier stimmt was nicht. Sind Sie sich sicher? Fragte Lowend. Sie schubste ihn. Ja, gehen Sie, raus hier, sofort! Es ist unmöglich. Besser unhöflich als tot. Sie wartete nicht erst auf seine Antwort, sondern ging durch den Saal zu ihrer Gegnerin. Anstatt dass der Frühling seinen Höhepunkt erreichte und in das Flirren eines herrlichen Sommers überging, barsten echte Ranken in den Saal, krochen aus dem Boden, griffen nach Tischen, Stühlen, den Füßen der zuschauenden Magier. Die Illusion nahm jede Möglichkeit wahr, sich fester in der Wirklichkeit zu verankern. Bäume wuchsen immer schneller und Donnergrollen ließ die Fensterscheiben erbeben. Der grüne Duft, der in der Duft lag, war nicht mehr angenehm, sondern erstickend. Das war kein Mangel, sondern ein Übermaß an Magie. Zusätzlich Macht von irgendwoher bezogen, die unaufhaltsam wie eine Lawine immer solider wurde. Sydney erhob die Stimme, um sich trotz der entgeisterten Rufe, trotz des Tosen der sich entfaltenden Magie Gehör zu verschaffen. Beauchamps, gib auf in der Erwartung, dass man ein Magieversagen feststellen wird, und empfiehlt allen Anwesenden, Raum zu verlassen, ehe der Wald als überwältigt. Niemand rührte sich. Äste krümmten sich aus der Decke, Dielen flogen durch die Menge, ein Baum platzte aus dem Boden, direkt in einen dünnen Mann, in einen Smoking hinein und tötete ihn, bevor auch nur ein Schreck nach Luft schnappen konnte. Genau. Hierbei wird es noch extremer. In letzter Zeit sind diese sogenannten Magiemangel immer heftiger. Hierbei kommt es vor, dass Magie sich verändert oder völlig aussetzt und in diesen Maßen sogar das Leben der Magierin kostet.
Ein einfacher Zauber, der nur die Illusion einer Jahreszeit darstellen sollte, wird zum tödlichen Manifest eines Willens, der sich nur aus Schatten und Bosheit herausnimmt. Daher habe ich speziell dieses Buch gewählt. Auch dass dieses Chaos auch sich in eine nützliche Sache manifestiert, war auch sehr interessant. Diese Jahreszeitenmagie wird noch sehr wichtig für das Buch, weiterhin auch vor allem, um, sagen wir mal, den Schatten Einhalt zu gebieten, die in den Haus des Schattens liegen. Eines der Bücher, die mich sehr, sehr gefesselt haben, trotz ihrer wenigen Seiten, etwas, was selten in meinem Leben vorgekommen ist und daher eine echte Empfehlung. Und da es leider auch für mich langsam mal in den Jahreszeiten auch Zeit wird zu gehen und meine Ausbildung leider bald beendet ist, musste ich sagen, dass es zwar ein trauriger Abschied ist, aber wir auch einen Ersatz haben für mich. Wir haben eine neue Auszubildende und die wird auch etwas vorstellen. Auch ich möchte einen Fantasy-Lesetipp vorstellen, und zwar Die Farben des Blutes von Victoria Elfyard, stellvertretend der erste Band, Die Rote Königin. Die Hauptprotagonistin Mea lebt in einer Welt der Zweiklassengesellschaft. Es gibt einmal die Roten und die Silbernen. Die Roten erfüllen sozusagen niedere Arbeiten für die Silberelite. Was gibt den Silbernen das Recht dazu, über den Roten zu stehen? Also das Recht in Anführungsstrichen. Sie haben besondere Fähigkeiten. Sie können Elemente manipulieren, Pflanzen oder Metalle. Und diese Macht nutzen sie dazu aus, um über die Welt und über die Roten zu herrschen. Meas Welt wird jedoch auf den Kopf gestellt, als sie herausfindet, dass sie auch besondere Fähigkeiten besitzt. Fähigkeiten, die sie als Rote, also als Niedere, nicht besitzen dürfte. Das Dumme ist nur, ja, sie kriegt es raus vor den Augen anderer Silberadliger. Und die wollen das natürlich vertuschen, weil in einer Welt, wo die Silbernen das Anrecht haben zu herrschen und dann auf einmal eine Rote, die auch solche Fähigkeiten entwickelt, da schreit es schon fast nach Revolution und die Roten würden dann aufbegehren und das wollen die Silbernen um jeden Preis verhindern. Also geben sie mehr als Silberne aus und führen sie sozusagen auf den, in den Hof ein, in den silberadligen Hof. Und so beginnt die Geschichte, so beginnt die Trilogie. Ich glaube, mittlerweile ist sogar ein vierter Band geplant. Und Mea muss sich ein bisschen zurechtfinden in diesem Hof und versucht natürlich dann auch ihre eigenen Ziele umzusetzen, denn sie ist ja immer noch eine Rote. Und sie hat ja immer noch diesen Drang nach Freiheit und nach Gleichberechtigung. Genau, so fängt das Ganze an. Und ich finde diese Welt, die Victoria Elfyard schafft, sehr faszinierend, weil man am Anfang halt diese klare Strukturierung hat. Rot ist gut und bemitleidenswert und Silbern ist böse und machtgierig. Und ja, diese klare Strukturierung, aber im Laufe der Bücher wird das halt aufgehoben. Also es gibt nicht nur Gut ist gleich gut und die Antagonisten sind böse, weil sie böse sind. Jede Figur hat ihren Hintergrund und man lernt sozusagen verstehen, warum sie so handeln, warum sie teilweise grausam handeln, warum Gute auf einmal schwerwiegende, vielleicht auch falsche Entscheidungen treffen. Und das finde ich sehr spannend an der Buchreihe. Und natürlich, es ist Fantasy, hat ein bisschen was Übernatürliches, aber das Spannende ist, dass es auch nicht weit weg von der Realität ist. Es hat aktuelle Themen, Menschenrechte, Unterdrückung, ja, soziale Ungerechtigkeit, das alles spielt damit drin. Und ja, es ist empfehlenswert für jeden, der Fantasy sowieso mag, aber auch für Einsteiger, weil es leicht ist. Es wird nichts vom Himmel herbei geredet oder aus dem Himmel herbei erklärt, sondern es hat eine gewisse Logik und diese Logik kann auch nicht überschritten werden. Um Ihnen ein bisschen Appetit zu machen, jetzt ein kleiner Ausschnitt aus dem Buch.
Man muss kein Genie sein, um zu begreifen, dass eine Bar voller, aufgebrachter, gewaltbereiter Silberne der letzte Ort ist, an dem ein rotes Mädchen sich aufhalten sollte. Aber ich kann mich nicht von der Stelle rühren. Ich kann meine Augen nicht von Farleys Gesicht losreißen. Ihr glaubt, ihr seid die Herren der Welt, aber eure Herrschaft als Könige und Götter ist zu Ende. Solange ihr uns nicht als Menschen und als gleich anerkennt, wird der Kampf vor euren Türen toben, nicht auf einem Schlachtfeld, sondern in euren Städten, auf euren Straßen, in euren Häusern. Ihr seht uns nicht und deshalb sind wir überall. Ihre Stimme verströmte Autorität und Selbstbewusstsein. Wir erheben uns, rot wie die Morgendämmerung. Rot wie die Morgendämmerung. Das Video bricht ab und auf dem Bildschirm erscheint wieder die zurechtgemachte Blondine, die mit offenem Mund in die Kamera starrt. Der Rest der Sendung wird von Gebrüll der Silbernen übertönt, die nach und nach ihre Stimme wiederfinden. Sie nennen Farley eine Terroristin, eine Mörderin, eine rote Teufelin. Bevor sie mich wahrnehmen, trete ich zurück auf die Straße. Doch als ich die Prachtstraße entlangblicke, die vom Platz bis zum Schloss führt, sehe ich, dass überall aufgebrachte Silberne aus den Bars und Cafés hervorquellen. Ich versuche mir, das rote Band vom Handgelenk zu reißen, aber das blöde Ding hält. Andere Rote verschwinden schnellstmöglich in Eingängen und Nebenstraßen. Und ich bin klug genug, es ihnen nachzutun. Kaum, dass ich in einer Gasse verschwunden bin, höre ich jemanden schreien. Und falls Sie Interesse gefunden haben, viel Spaß beim Lesen.